Radio Weser TV auf UKW 92,5 oder im Internet www.radioweser.tv. Das Allerschönste auf dem Bild. Sex, Geld und Radio Egelfeld. Radio Egel. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist wieder Radio Egelfeld mit einer neuen Sendung. Es ist Donnerstag, 19 Uhr. Und mit mir hier ist Martin Mönnig und Andreas Jäger. Und ich bin Matthias Holthaus, der Sendeverantwortliche. Und heute haben wir ein Potpourri der guten Laune und Themen, die jedem schon mal bewegt haben. Und Sie kennen die noch nicht, aber wir kennen sie. Letzte Woche ging es ja eher ernst zu in Bezug auf Flüchtlinge, Flüchtlingsströme. Heute wird es wirklich ernst. Also da ist der Flüchtlingsstrom, dagegen ist der Flüchtlingsstrom nichts. Nichts. Aber dazu später. Wir haben aber auch gute Musik. Ja, haben wir. Ja. Sehr gut. Ich kenne zwar eure beiden Lieder nicht. Kennen wir denn deins? Habt ihr den Film gesehen? Solaris von George Clooney. Ja. Nicht den sowjetischen, sondern George Clooney. Hast du den gesehen? Den sowjetischen George Clooney? Nein, den sowjetischen Solaris. Nicht den Tarkovsky-Film, den, ich weiß nicht, wer den neuen will. Aber der sowjetische George Clooney. In Sowjetzeit eine ganz große Nummer. Sehr geil. Gerogev. Gronevtschow. Es war verdienter Held des Volkes. Also neben Juri Gagarin ziert er jede Briefmarke. Aber 57 Mal im All. Ja, 57 Mal. Der sowjetische George Clooney. Ja, genau. Ja, und der hat auch Musik gemacht auf einer Raumstation namens Solaris. Ja, das hat er gemacht. Also Sergei Clooney. Und ja. Ja, ich kenne die Musik. Und den Film kenne ich auch. Ganz genau. Ist ein sehr guter Film. Ja, meines Erachtens. Ein Film, der nicht dazu einlädt, nach der Betrachtung feiern zu gehen. Zumindest nicht ins All zu fliegen. Das auch nicht. Ja, ich war schon kurz davor. Und in den Alltag zu fliegen? Es ist so, als würde man einen doppelten Depresso trinken. Ja, das ist richtig. Ja, das stimmt. Ja. Doppio. Ja. Mm. Aber wir reden jetzt nicht über den Film, der allerdings sehr gut ist. Ja, sehr gut. Kenn ich nicht. Ist ein guter Film. Kenn ich nicht. Weder den sowjetischen noch den mit George Clooney. Warum hast du den denn nicht gesehen? Weiß ich nicht. Wann lief der denn? Kann man sich jederzeit besorgen. Ja, der läuft dann, wenn du es willst. Heutzutage gibt es vielfältige Möglichkeiten, sich einen Film zum Beispiel zu besorgen. Das kostet Geld, oder? Das kostet 2,50 oder aber in der Bibliothek. Da kostet der Jahresbeitrag, glaube ich, 15 Euro. Hm. Aber, danke. Es gibt halt nicht nur Bücher in der Bibliothek. Es gibt auch Filme und es gibt auch Musik. Ja, das stimmt. Apropos Musik. Reden wir über Musik. Und zwar sind wir schon soweit. Ja. Ich weiß nicht, wir nehmen einfach mal Solaris. Nehmen wir den Soundtrack von Solaris, entnehmen wir der Herr heißt Cliff Martinez, der den Soundtrack erschaffen hat. Das ist der sowjetische Ricky Martin, ne? Ja, genau, also. Genau. Und dann hören wir uns jetzt einen Titel an mit dem bezeichnenden Titel First Sleep. So, meine Lieben und Damen, das ist gewesen von Cliff Martinez, der Soundtrack von Solaris First Sleep war das Stück. Ein sehr trance-ähnliches Stück. Mhm, das perlt und blubbert so dahin. Ja, das ist in der Tat richtig. Ja. Wir reden über das erste Thema, das uns alle bewegt. Hm. Nicht nur die letzten Wochen, sondern auch generell. Campingmenschen. Oh! Gibt es da eine Rangordnung? Oh. Und das erste Mal von Rangordnung bezüglich von Campingmenschen habe ich gehört, als Martin, der gerade anwesend ist, mir erzählte, dass Menschen mit VW-Campingwagen sich für bessere Menschen halten. Ist das richtig? Wenn man das eingibt, so wie du das als Thema formuliert hast, dann findet man darüber in den einschlägigen Foren nichts. Nichts? Also auch, glaube ich, keine Fachliteratur zu dem Thema. Das ist völlig neues. Deswegen sind wir sozusagen
wir begeben uns hier in Randgebiete der, in gerade so weiße Felder der... ja, die laden doch ein zu spekulieren. Mhm. Ja, auf jeden Fall feststellbar ist, kann das empirisch nicht belegen, aber feststellbar ist auf jeden Fall, dass sogenannte Bulli-Fahrer oder T5, T4, T3, T was weiß ich, was es dann noch gibt, obwohl das... Es gibt auch T6. Ja, inzwischen schon. Früher, wir haben als Großvaterzeit, hießen die, glaube ich, T34 oder so. Ne? Aber ja, das ist eine Vorserie. Etwas später T54. Ah, ehrlich? Das ist ja, die Weiterentwicklung. Ja, genau. Das sind auf jeden Fall einstellig, die T's geworden. Und die halten sich hartnäckig für bessere Menschen. Ja. Und ja, das ist ein Kultobjekt, was auch völlig frei von jedem Camping-Klischee ist. Also wenn man einen Bus hat, dann ist man darüber erhaben. Dann ist man erhaben. Ja, ja, dann ist man auf jeden Fall jung geblieben, cool, dynamisch. Eher so. Surfer? Auch viele Surfer. Das sieht man dann an diesen surfertypischen Aufklebern, die damit ja auch signalisieren, dass sie irgendwie so... ist das ein Aufkleber? Maui oder... Surf. Ja. Tahiti oder so oder... Protest oder wie diese anderen Marken heißen. Und das ist ja dann auch so, dass diese schönen Sätze wie Work sucks, go surfing oder sowas. Also ja, das ist immer gewagt. Das ist ja auch eine Lebenseinstellung. Das meine ich. Also die Busfahren ist auch eine Bullyfahren ist auch eine Lebenseinstellung. Und damit signalisiert allen anderen Normalbürgern, dass man ganz schön so drauf ist. Ja. Ist ja auch ein ähnliches Fahrgefühl wie auf einem Surfbrett in einer Wellenröhre. Muss der Bulli dann etwas abgeranzt sein? Muss nicht. Das ist eben der Unterschied. Also auf diesen Bulli-Treffen treffen sich Leute, die noch so, was weiß ich, Originale aus den 70ern haben, aus Hippie-Zeit, leicht angeranzte Modelle, die um die halbe Welt gefahren sind. Aber auch Leute mit der letzten Serie voll ausgestattet. Aber das ist egal, man ist unter sich, das schätzt man. Ja. Das darf man. Also das ist auch selbst die vermögenden heute silberhaarigen Ehepaare so mit den entsprechenden Komfortmodellen. Da ist man eins. Mhm. Also das eint alle, offensichtlich. Ich war ja letzten Monat erst ein wenig campen. Ich bin ja eher im Zelt zu Hause. Bin ich am Ende der Nahrungskette mit Zelt? Oder ich meine, am Ende der Nahrungskette ist ja der Caravan. Es gibt da ja auch, man muss das noch feingliedriger sehen. Also ich weiß ja aus meiner eigenen Pfadfinder-Vergangenheit, die du ein Stück weit auch nachvollziehen kannst. Ja schon, aber da reden wir reden ja nicht über Pfadfinder. Pfadfinder ist ja nicht Camping. Ist da hoffe ich ja gerade hinaus. Man nächtigt ja gerne in Zelten. Ja, aber es ist ja kein Camping. Und naja gut, wie im nennt weitesten man das Sinne schon. Zelten. Bitte? Zelten. Das ist jetzt Wortklauberei. Nein. Auf jeden Fall unterhielt ich mich mal mit einem ehemaligen Mitglied der sogenannten Waldjugend. Ja. Und die zelteten halt auch. Und die zelteten quasi in Campingzelten und die amüsierten sich halt immer wie die Pfadfinder. Darüber machten sie sich lustig. Ach so. Da fiel mir natürlich nur zu ein, dass man sich als Pfadfinder selbstverständlich auch über sogenannte Camper lustig machte. Ja, auf jeden Fall. Ist das auch? Ja. Letztes Jahr. Also unter den Zeltbewohnern gibt es da halt auch natürlich. Rangordnung. Dann gibt's auch, also das Ende der Nahrungskette sind Zelter zumindest auf Campingplätzen. Wenn du jetzt weiter draußen alleine oder wenn du irgendwelche Expeditionen, das ist was anderes, dann bist du im Zelt natürlich auch wieder tough, aber auf Campingplätzen bist du natürlich damit... Ja, du bist die Wurst am Rand. Ja, du kriegst immer so ein abseitige Zeltwiese zugeteilt, die möglichst weit von den Sanitärgebäuden entfernt ist, aber sonst keinen Komfort bietet. Es sei denn, das ist meine Erfahrung, man hat einen Tipi. Und zwar auf einem Campingplatz, der, das habe ich mehrfach erlebt, auf einem Campingplatz, der sehr gut ausgestattet war. Man konnte einen Platz mieten, man hatte einen Wasseranschluss und einen Stromanschluss. Man konnte sogar eine Kabine mit Badezimmer mieten. Das war also sehr schön. Hm. Und da tauchten alle möglichen Leute auf mit Zelten, Wohnmobilen und so weiter. Da war man mit einem Tipi der Star. Ah. Das war ein echter Hingucker. Nicht schlecht. Ja. Wie ist das mit Karawanenmenschen? Du kennst dich gut aus, Martin. Du hast ja jetzt einen. Wie ist das? Wird man verachtet? Ja, auf Autobahn auf jeden Fall, aber ja, abgesehen von den Bussen, was du eben erörtert hast, sind Wohnmobile natürlich die nächste Stufe, ein Ausdruck von Freiheit und Mobilität oder so. Caravan ist eher drückt das eben nicht aus, ist eher, also die einen fahren, die anderen stehen. Und damit ist eben auch bei Caravan ganz klar, dass man hauptsächlich eben halt den Dauercamper im Blick hat. Ne? Mhm. Den spießigen, eingezäunten, mit Gartenzwergen umgebenden Dauercamper. Oder den, der einmal im Jahr seinen Wagen irgendwo hinzieht, da stehen lässt, alles auspackt, Sonnenliegen, Vorzelt und davor sitzt. Also das ist halt
im Grunde genommen so das, was man damit verbindet gegenüber den Wohnmobilisten, die Abenteuer erleben, weil sie immer unterwegs sind. Nun bist du ja Besitzer eines Caravans. Wie stelle ich mir das vor? Wenn du fährst ja durch die Gegend, du bist ja keiner, der stehen bleibt. Wenn du dann da bist, stellst du dann so eine Art Zaun auf und Kunstrasen und so, oder machst du das eher so Freestyle? Na, zuerst mal wird man diskriminiert, weil man nämlich an den meisten Orten außerhalb von Campingplätzen gar nicht stehen bleiben darf, weil der Wohnmobil vorbehalten ist. Das heißt also mit dem Caravan, es sei denn, du machst es trotzdem und stellst ihn irgendwo hin und wartest darauf, dass sich jemand beschwert. Ansonsten darfst du ja nur für eine begrenzte Zahl von Stunden halt überhaupt irgendwo stehen. Es gibt keine Stellplätze, so wie für Wohnmobile innerhalb der Orte. Und das Zweite ist natürlich, klar, wenn man irgendwo ist, dann als Erstes muss man natürlich die Satzschüssel ausbauen und ausrichten. Ja. Ne? Die große Fernsehen ist Antenne, weil Fernsehen ist für mich das Überlebenswichtigste. Ja. Und dann kommt das Vorzelt. Das geht natürlich auch nie ohne Streit und Angebrülle der zu doofen Ehefrau dafür, die das auch zum hundertsten Mal nicht gebacken kriegt, auf der richtigen Seite oder so dann einzufädeln. Und also das fängt damit an. Und Hopfen dann klar, und Malz. Verloren. Grill, beides, Holzkohle und Gasgrill, also beides dabei, haben Sonnenliegen und die schweren Vorzeltmöbel. Geile Gaskohlegrill. Plus diese Art Servierwagen, wo man dann alles drauf sortieren kann und auch alles verraten. Also das ist ja schon, Bier? Dann, ja, Bier gehört zwingend dazu. Also viel Fleisch und auch Bier. Das muss ja auch seine Ordnung haben, alles, ne? Ja, und dann den Vorzelt-Teppich oder so. Ja. Manchmal auch noch so ein paar Pflanzen, also in Töpfen. Ja. Damit das auch schön aussieht, auch wohnlich. Auch ja, so dann. Dann wird es ja wie zu Hause haben. Ne? Ja, und man will ja auch seinen eigenen Bereich, so klein er auch ist, auch abgrenzen gegenüber anderen. Ne? Das ist hier so meins. Mhm. Ja, natürlich. Die fremde, exotische Welt, also ein Stück Heimat auch quasi exportieren, dass man sich nicht so ganz verloren. Das machen die mit dem Wohnmobil nicht, weil die steigen bloß aus ihrem Kasten da und dann das ist was anderes. Grenzt du gerade die Wohnmobilmenschen aus? Ja, natürlich. Das ist, das ist auch irgendwie so Brauch auch, ne? Dass man immer zu jeweils anderen sagt: Ja, natürlich. Nee. Man muss sich immer so ein bisschen dissen, ne? Ja, dazu. Ja, natürlich. Ich bin auch. Ja, die meisten gehen ja davon aus, dass ich in meinem Alter, ein Wohnmobil habe. Ne? Also das natürlich würde passen. Ja. Und Wagen ist, denkt man, ist. Wobei, als ich letzten Monat in Menton war, wo Wohnmobile nicht zugelassen waren, aber solche Bullis waren noch zugelassen. Aha, ja. Das Bist war du? Ganz pfiffig. In Menton. In Menton. Menton. Die Stadt neben Monaco fast. Ah. Da fuhren wir dann den Berg hoch. So, ist das nicht neben Canton? Nee, nicht Canton. 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 Ja, und da gab es maximal noch Bullis und dann war Schluss. Dann war Schluss. Mhm. Aber das ist auch schon die minimalste Größe, die es gibt. Pfiffig, ja. Ja, weil diese ganzen Schüsseln nicht. Ja, genau. Aber das war auch deswegen, weil es war auf einem ehemaligen Olivenhain. Mit terrassenförmigen Terrassen und geradezu. Da standen dann Olivenbäume rum. Ich glaube, sie hatten Angst, dass dann die Olivenbäume abrasiert werden. Deswegen gab es maximal. Mit diesen riesigen Eimern. Mit diesen riesigen Eimern. Da böte sich ja an, was ich unlängst sah, nämlich eine interessante Konstruktion, ein Miniaturwohnwagen. Tatsächlich nur so groß, dass man sich hinten reinlegen konnte. Also etwas länger als ein Mensch. Und im Kofferraum sozusagen dieses Wohnwagens befand sich eine voll ausgestattete Küche. Dann klappte das Ding auf, ne? Und dann hatte man halt von Herdplatte da einen Ofen und Schränke und so weiter. Also eigentlich vergleichbar mit einem rollenden und Hardcover-Zelt. Naja, gibt es alles diese Lösungen. Es gibt ja nach wie vor auch Falk-Caravans, also ist ja nicht tot das Segment, also kleine Anhänger, aus denen man dann quasi zeltartige Gebilde faltet, wo man nur eine feste Unterlage hat. Aufblasbar auch möglich? Platzsparoption? Ja, es gibt es alles. Zelte sind im Prinzip, sind übrigens jetzt auch aufblasbar. Also du holst die aus diesem Zeltsack und dann... So ja, aber wenn da ein Loch reinkommt, dann fliegt das Zelt ja weg. Wie so, ja, deswegen legt man sich ja rein, um es zu beschweren. Ja, also du musst immer zu zweit sein. Weil damit sich einer reinlegt, während es aufblasst, das gibt es nicht als Ein-Mann-Zelte. Oder falls einer mal pipi muss, ne? Ja, das ist richtig, das Zelt weg. Das ist zu gefährlich. Ja, genau. Und dann darfst du nicht dran rauchen. Und mit dem Hering, das geht ja auch nicht. Ne? Dann geht ja gleich die Luft raus. Ja, das geht nicht. Das ist wie so ein Luftballon. Das ist eher albern. Zu Camping... Themen gehört auch Campingmusik und Andreas hat dazu ein tolles Stück rausgesucht, ein legendäres Campingstück von der habe ich das vom Erik Söderlin Trio. Ah ja, genau. Ja, Kontra. Ja, und genau, ein schönes Stück
von Erik Söderlind, den habe ich einige Male spielen sehen und das hat mir immer sehr gut gefallen. Und dachte ich mir, das sollte man den geneigten Hörern und Hörerinnen nicht vorenthalten. Ja, dann hören wir uns einfach mal vom Erik Söderlind-Trio. Ja, kommt an, dass gar schwedisch daherkommt. Vielen Dank. Herr Jägers, Musikwunsch, Erik Söderlind-Trio, Rock und Rock und Was mit? Das war schwedisch. Ach so. Jörg. Wenn du dich ein bisschen für Sprachen, auch für nordische Sprachen interessieren würdest, hättest du das verstanden. Ja. Aber wolltest du es vermachen, ne? Okay, man muss auch nicht anders können. Ich dachte nur, du hättest dich verschluckt. Nee, man muss nicht alles können. Du kannst zum Beispiel Auto fahren. Geht so. Du kannst, ich habe dich auch schon mal auf dem Fahrrad gesehen. Ja, stimmt. Das habe ich gelernt. Ja. Kochen, das weiß ich nicht. Notdürftig. Ich habe nie was von ihm gesehen. Was kannst du eigentlich? Ja, genau. Jetzt wissen wir, was ich richtig gut kann. Ja, nee, ich meine... Ich kann vor allem gut über Vor- und Nachteile eines menschlichen Lebens auf dem Meeresgrund reden. Und Schwedisch, natürlich. Wobei wir das jetzt nicht in Zusammenhang bringen. Ja. Das haben wir auch schon gehört, eine einschlägige Demonstration. Ja. Die ja, richtig der Spaß. Meine einfältige Demonstration des Schwedischen. Okay. Menschen auf dem Vor- und Nachteile des menschlichen Lebens auf dem Meeresgrund. Mhm. So, ich finde, ein Leben auf dem Meeresgrund hat nur Vorteile. Erstens ist es da nicht so laut, sondern muss nie wischen. Ich habe mir schon gedacht, dass man auch eins der Hauptprobleme, was in Zukunft diesen Planeten betreffen wird, Wasser. Das Problem hat man nicht. Das stimmt. Das schmeckt zwar ein bisschen salzig, aber ansonsten hätte man, man müsste sich gar nicht mehr waschen, man wäre eh ständig nass. Aber das Problem dabei ist, das Leben würde sich drastisch verkürzen. Warum, ne? Naja, weil man eigentlich nur noch einmal atmen kann, bevor man untertaucht und solange der Sauerstoff reicht. Das Problem wird gelöst. Ach so. Das Problem ist nicht das Ding. Wir bekommen Kiemenatmer. Ja. Wir entwickeln uns. Das ist passiert ja zwangsläufig. So wie der Mann aus dem Meer. Ja, ja, wenn du da nicht mehr atmen kannst, wachsen ja automatisch Kiemen. Das geht ganz schnell. Es ist ja so, wenn du jetzt ein Ei kochst, ja, brauchst du das nicht mehr salzen. Stimmt. Man hat, das ist quasi ein Sohlei. Du hast sofort ein Sohlei. Das ist ja, also Hühner legen quasi Sohleier. Ja. Nee, du musst ja erst das Huhn kochen. Dann. Ja, aber wie ist Hühnerhaltung auf dem, ist das, geht das? Nein, das ist so wie so eine. Ja, man Art, muss ja kochen. Oder was für Eier man dann? Das ist ja. Es gibt ja Hühner legen dann Sohleier. U-Boot-Minen, die werden ja von oben runtergeworfen. Und das ist ohne Sprengstoff, aber mit Eiern drin. Du kriegst ja dann Proviant von, wenn du nicht immer. Da muss ja noch jemand oben sein. Also. Ja, es gibt immer. Oder ein U-Boot, wenigstens. Ja, wenigstens ein U-Boot. Und es wirft dann runter, die Sachen so. Eier sind da drin oder Käse oder auch Chips. Aber keine Fische? Das muss nicht. Man muss nicht. Lebst ja auf dem Meeresgrund. Meine Kinder haben ein Buch zu Hause gehabt, ein illustriertes Buch von einer alten Geschichte, der Wassermann von, das ist so eine Kindergeschichte. Und da haben sie, also gesagt, da ist ein Haus auf dem Meeresgrund, die wohnen ja auf dem Grund eines Teiches. Das ist ja nicht das Meer, ne? Das ist ja grundsätzlich nur ein Teich. Ja. In diesem Buch. Teich wäre die Vorstufe davon, von Meer, oder ist das? Aber Teiche sind meistens nicht salzig. Die sind ja, das ist, wie sagt man, das Gegenteil von Salz? Süßwasser. Süß. Also Teich ist süß. Und, es gibt auch so ein Mittelding, das heißt Brackwasser. Also Brackwasser? Ja. Brackwasser. Aber jedenfalls ist dieses Haus auf dem Grund eines Teichs und nicht mehr Teich. Mhm. Und die gehen, die leben da in dieser, die Frau, die hängt auch die Wäsche raus zum Trocknen. Das ist pfiffig. Aber da haben meine Kinder gesagt, das kriege ich doch gar nicht. Eigentlich müsste man sie doch in quasi Luft waschen, die Wäsche, um sie dann im Wasser zum Nässen aufzuhängen. Also ja, quasi alles genau umgedreht. Kannst du die Wäsche aufhängen? Das geht nicht. Dann geht er nicht. Also albern, die wird dann nass. Ja, das dauert voll lang, bis sie wieder trocknet. Ja. Also das kannst du vergessen. Das ist natürlich ein Nachteil, aber ich glaube, wenn du im Meer lebst, brauchst du erst keine Kleidung und dir wächst, glaube ich, irgendwie so ein Meerestier. Naja, das mit der Haut. Kleidung, das sei mal dahingestellt. Das ist ja durchaus auch ziemlich kühl. So, ne? Naja, aber das zeigt ja mit den Kiemen, wächst dir so eine Art Meeres... Neopren. So eine Art Meerespelz. Okay. Ja, Meerespelz. Neopren. Wenn der Neoprenpelz erstmal da ist, wie regeln wir das denn mit dem Licht? Machen wir das wie diese Tiefseekreaturen, die sich quasi... so Laternen haben wachsen lassen. Ja, das dauert wieder rum. Das dauert länger. Das dauert länger, aber bis dahin ein Verlängerungskabel. Ach so, okay. Das ist aber gefährlich, wegen der Nässe. Ja, also aber du musst es speziell isolieren. Muss man aufpassen, das muss man... Du musst, japanischer Seite. Wollte ich gerade sagen, ähnlich isolieren wie die Boxenkabel der Audiophilen aus abgehangenem Kupfer, die man mit japanischer Seide umwickelt für den durch wie nennt man das? Zug.
Nein, nicht Zug, Durchleitung. So, ne? Das ist halt ja der Frequenzen, weil man das hört. Ja, genau. Gibt es in der audiophilen Szene eigentlich auch Boxenluder, frage ich mich? Oder? Auf jeden Fall. Die lungern immer daneben. Weißt du, wie das auf Französisch heißt? Le Lüdre du Box. Ui, ui. Genau. Ja. Wobei Ochsenpimmel heißt Le Pimmle Dox. Ui. So, das ist aber das noch am Rand. Dieser Gedanke kam mir übrigens, kommt mir häufiger. Aber das mit dem Meeresgrund, das ist dir wann eingefallen? Wie eingefallen? Das ist ja ein schwelendes Thema, ist das? Das ist ein schwelendes Thema. Ich sprach letztens auch mit jemandem darüber auf, meiner Reise von Aberdeen nach Albuquerque, wobei ich, wenn ich diese Strecke nehme, immer den Umweg über Lubbock nehme. Muss man nicht. Oder war es von der Fahrt von Bushir nach Bandar Abbas im Sammeltaxi, das nur an 2 Tagen in der Woche an den Markttagen verkehrt. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, da kam mir dieser Gedanke, oder Mitreisende sprachen darüber, über die Möglichkeiten, was sicherlich für die Region auch interessant ist, weil das mehr Wüste da ist. Ja. Also sowohl in Aberdeen wie in Bandar Abbas. Ja, aber Albuquerque liegt aber bekanntermaßen am Meer, das wissen wir alle. Das liegt am Meer? Ja, natürlich. Interessant. Das liegt doch direkt an der Nordwestpassage. Ich habe das Meer nicht gesehen. Ich weiß noch nicht mal, in welchem Land. Ich habe das Meer nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung. War es rechts oder links? Also wenn man von Aberdeen reinkommt, wenn man die Ausfallstraße nimmt, ja, rechts, genau. Oder links? Links. Dann fährst du links, genau. Und rechts ist direkt das Meer. Ja, mein Nachbar saß rechts neben mir, ich habe mich mit ihm unterhalten, also habe ich es nicht gesehen. Links. Ja, der ist wahrscheinlich auch ein bisschen, sagen wir mal, fülliger. Er frönt auch gerne mal den links. Verzehr von Ochsenpenissen und ähnlichem. Ja, das ist ziemlich groß. Kann ziemlich groß werden. Da hast du wahrscheinlich das Meer noch nicht gesehen. Aber Ochsenpenis kann auch gut sein. Ja. Sehr sogar. Oh, ja. Sagt man Schlauch eigentlich über Pferden? Oder sagt man Schlong. Schlong. Alles klar. Ochsenschlong. Mhm. Wenn man, wie soll man sich das vorstellen? Man lebt in so einer Art Raum. Raumstation? Ja, also wie auf den, quasi ist das nur so ähnlich, so Stationen, wie man sich das vorstellt, auf dem Mond. Wie, genau. So kugelmäßige, auf so Stelzen, so wie auf dem Mond, so unter dem Wasser. Ist das ähnlich? Denke ich schon. Ja, genau. So ist das. Man kennt das. Captain Nemo hat ja solche Käseglocken. 10.000 Meilen unter dem Meer war das, oder? Oder waren es nur 20.000 Meilen? 20.000 Meilen. Oder wie bei Star Wars, da wo sie dann da runter schwammen, da mit diesem komischen Geschöpf, das keiner haben will, und dann schwamm da. Das sah aus wie eine Mischung aus Frosch und Erde. Waren das die Gangans, die da unten wohnen? Ich weiß es überhaupt nicht mehr. Das waren die Guten auch gewesen, glaube ich. Die Hongkongs waren die Guten. Die Hongkongs waren die Guten, ja. Nein, die Gangans oder Hongkongs? Die waren Hongkongs. Das waren die Hongkongs. Hongkongs. Aber genau so, ja, so eine unterirdische Käseglocken. Ja, genau. Mit diesem komischen Viech, das keiner wollte, das keiner mag, keiner mochte. Le Stift du Blei. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Fuchur? Nee, nicht Fuchur. Das war doch der Drache aus Unendlicher Geschichte. Jar Jar Binks. Jar Jar Binks. So den mochte niemand. Der war das General Grievous. General Butthead. Das überflüssigste Viech der ganzen Filmgeschichte. Ja. Ja, alle haben es gehasst. Bis heute. Das stimmt. Bis heute unerreicht im Hass. Ich denke schon. Das muss man erstmal hinkriegen. Ja. Das hat der George Lucas schon gut gemacht. Ja. Können wir damit Probleme wie die Überbevölkerung und den Druck auf die Erdmasse lindern, indem wir leben? Ist es wahrscheinlicher als auf anderen Planeten, dass wir leben einfach unter die Erdoberfläche? Weil der Planet ist ja mehrheitlich mit Wasser bedeckt. Ist das so? Ja, an der Masse mehrheitlich. Also wenn man darauf guckt, ist ja das meiste ist ja blau. Ist ja mehr Wasser. Blö, ist mehr Wasser. Das heißt, wir das Wasser nicht nutzen, also entweder können wir schwimmende Städte anlegen, so wie die Niederländer ja Häuser auf Polder schwimmend, oder wir gehen unter die Wasser. Wir können es auch auf Stelzen bauen, so wie man das in Venedig macht. Ja, aber das oder ist, das wir ist schütten ja, einfach das Meer zu, wie man es in Japan macht. Ja, aber wenn das Meer ist an manchen Stellen gar bis zu, also mehr als 100 Meter tief. Also stimmt, bestimmt. Ja, das ist richtig. Denke ich mal, weiß man. Aber denke ich weiß mal. Man nicht. Das heißt, oh doch, das weiß die, man. Wenn man Stelzen, das ist Fundament, das ist zu tief. Also, ich habe schon im Meer getaucht und ich muss feststellen, das ist an mehreren Stellen mehr als 100 Meter tief. Wenn du die Venedig-Variante nimmst, dann hast du immer Touristen in deinem... Ja, das ist richtig. Und es wird zur Kloake, unweigerlich. Und Stelzen, die unweigerlich zur Kloake. Unweigerlich. Ja. Und schon Goethe sprach von beizendem Kot. Ja. In Venedig. Und das sagt nicht viel. Also langsam, aber sicher. Ja, genau. Und dann musst du herunter. Das ist ja Morsch auch. Zahlst du 10 Euro für einen Kaffee und das alles. Ja, das passiert auch. Also wenn du Häuser aufstellst, wenn du eine Lagunenstadt hast, dann
musst du immer 10 Euro für den Kaffee bezahlen. Dann zahlst du erst 10 Euro für den Kaffee, dann gammeln dir die Häuser. Und fürs Leporello, oder wie diese alles, Dinger heißen. Alles vergammelt. Mit dem man sich im Café zurückmeldet. Ja, ja, alles vergammelt. Morgen nein, wieder, ich morgen meine wieder mit dem Nahverkehrsmittel da. Das heißt doch so. Also, ja, Leporello. Ja. Genau. Heißt so. Nein. Was steht denn hier der mit der Zuckerstange da hinten drauf? Der Bomboniere? Genau, ist die Bomboniere, die. Genau. Bombolero! Bombolero! Ganz genau. Was passiert und weigerlich? Das passiert unweigerlich, wenn du. Das ist auch laut. Und das ist auch laut, weil du hast ja dann auch immer. Herrn Tauben hast du auch und sowas. Und sowas wie und Petersplatz. Und deswegen musst du unter dem Meeres. Das ist nicht laut. Meeresspiegel. Am unter dem Meeres. Grund kann man Spiegel, wenn du drunter gehst, also unter den Spiegel, dann hast du es nicht. Nein. Nicht so laut. Das nicht. Das hat ja auch den Vorteil, wenn man jetzt auf dem Meeresgrund lebt. Ich meine, alle haben ja seit spätestens 2004 zumindest gehörigen Respekt vor sogenannten Tsunamis. Und die beginnen ja am Meeresgrund. Das spürt man sie ja quasi zuerst. Ja, aber nur schwach, oder? Ganz aber sehr schwach, ganz ja. Ich wollte ich mehr. Und man weiß ganz genau. Im Garten eines Kraken möchte ich sein. Schau, eine Muschel. Na? Ja, das ist richtig. Das ist wahr. Oh, Menschen! Ja, das stimmt. Ja, das okay. Ich habe den Song sogar auf Schallplatte. Ja, sollen. Ja, das stimmt. So. Du hast den Song, du hast den Schlong. Hm. Ja. Heißt das eigentlich auch Feuerwehrschlong? Ja, das ist Schlauch. Wie beim Pferd. Beim Pferd ist es Schlauch. Das ist nur Ochse und... Ochse. Ochsenschlong. Ochsenschlong. Ja, ist auch, ja, gibt auch ein Gefängnis, das heißt auch Ochsenschlong. Ach. Ja. Ah. Okay. Mhm. Stimmt. Das ist so wie Santa Fu, ne? Ja, ja. Oder Monte Carlo. Ja, das stimmt. Ja, so ist das. Letzten Endes, wir können uns hier einfach nicht einigen. Das hat Vorteile, doch. Wir sind uns einig. Natürlich, das hat nur Vorteile. Ja, natürlich, klar. Wir haben es doch aufgezählt. Also alleine schon der Kaffeepreis und die Lautstärke. Ja, man wüsste ja auch, also wenn man 20.000 Meilen unter dem Meer gesehen hat, den Film, dann weiß man ja auch, dass in solchen unterirdischen Städten mit Käseglocken ja auch alles aus Gold wäre. Ja, das ist alles. Der Nachteil ist, du darfst nie wieder zurück. Das stimmt. Nein? Da müsste man dann schon fliehen. Aber dann geht auch alles kaputt. Dann geht alles kaputt. Und wenn das alles nicht so groß. Und Captain Nemo wird ganz böse. Mm. Der mag das nämlich gar nicht. Ja. Wenn du zurück willst. Also. Ja, genau. Das ist dann für ihn wie Republikflucht. Ja, so. Das genau. Und dann, dann fährt er da mit seiner Poseidon oder Nostromo oder wie die heißt. Dann, genau. Minestrone. Minestrone. So, tatütata hinter dir her so und will dich da einfangen. Weil sonst geht ja alles kaputt. Genau. Ah, es ist visionär geradezu. Das, diese, seiner Fregatte, der Minestrone. Mhm. Ja, reden wir über Musik, über Wassermusik. Die Fregatte Berlusconi? Ja, ja, genau. Die Genesis ist ja bekannt für Wassermusik. Ja. Ja, das sind ja auch, die haben ja auch die Wasser- und Feuermusik und auch die vier Meereszeiten, Gezeiten sind von denen. Die kommen ja auch von der Insel. Darf man das kommt noch dazu, nicht vergessen. Man merkt das ja immer wieder, wenn man Lieder von Genesis hört. Da ist ganz schön Finesse drin. Und wir hören jetzt ein äußerst nasses Lied, I Know What I Like in Your Wardrobe von Genesis. Und das ist ein Wunsch von Martin. Genau. Das war Martins Wunsch, Genesis, I Know What I Like in Your Wardrobe. Das war nicht Schwedisch, das war Englisch. Das war Englisch, das ist richtig. Wir haben ja heute Themen bedient, die durchaus Mainstream sind. Und wo sich eigentlich viele Menschen so viele Gedanken zugemacht haben. Aber dieses Thema, was jetzt kommt, das ist völlig neu. Da hat sich noch keine Gedanken zu gemacht. Wir sind sozusagen Pioniere auf dem Gebiet. Das Thema lautet, ist das allgemeine Plündern von Läden nach verheerenden Naturkatastrophen ebenfalls Naturgesetz? Schießbefehl. Naja, gut. Ja, ich las zu diesem Thema unlängst. Etwas über die Sturmflut 1962. Ah. Und da war es so, dass tatsächlich ein Schießbefehl ausgegeben wurde. Von Helmut Schmidt? Ich weiß nicht, ob er es war oder sogar der Kanzler, wahrscheinlich Helmut Schmidt. So nach dem Motto, wer plündert, ne, der kriegt sofort Kugel in den Kopf. Ja. Ist das ein Naturgesetz? Also es ist ja immer so, wenn irgendwas passiert, so wenn Katrina kommt oder irgendwas. And the waves. And the waves, so hey. Walking on sunshine.
Dann ja, gehen, wie in dann, New Orleans damals, ne? Da yeah. kamen auch so ein paar... Genau, und dann brechen ja sofort Leute in Läden ein und stehlen hoffenweise Fernseher, die sie nicht brauchen und ja auch Korbwaren. Aber Fernseher brauchen die Menschen doch. Ja, aber nicht mehrere. Also, weißt du, die meisten, die einen Fernseher aus diesem Laden tragen, haben ja schon bereits zwei zu Hause. Ja, und die Stromversorgung ist da unterbrochen. Die wollen aber einen besseren. Na, auf jeden Fall stehlen sie, was sie kriegen können. Ja. Also irgendwas. So viele Waschmaschinen, wie sie tragen können. Ja. Kochwaren. Aus einem der 24 Stunden. Gehörte Kochwaren. Fachgeschäfte. Ja. Schleppen sie Kochwaren noch und nachher. Das ist richtig, ja, genau. Und was wollen die damit? So, das kann doch kein Mensch... Nein, sie gehen dann halt quasi Symbiosen ein mit anderen Plünderern, zum Beispiel denen, die in Bürstenfachgeschäfte eindringen, um da ihren Bürstenvorrat aufzustocken. Ja, das ist ja noch verständlich. Kann man wunderbar in Körben transportieren. Das ist ja noch verständlich. Ne? Bürsten brauchst du immer. Ja, sicher. Du brauchst ja keinen Strom für. Das ist richtig. Also, gibt's auch. Strom. Gibt's auch elektrische Zahnbürsten. Ja, ist richtig. Und Bürsten mit weißen Borsten bürsten ja auch gemäß einigen Leuten. Besser als Bürsten mit schwarzen Borsten. Es gibt aber das einmal dahingestellt. Die mittlere Reihe der Borsten ist meistens gefärbt und hat eine andere Struktur. Ja. Das sorgt dafür, dass die äußeren Borsten nämlich andere Partikel wegnehmen als die inneren. Das die sind so, ja. Die sind so nur anders Zellen. Verschränkt. Ja, die äußeren nehmen halt die äußeren bei Partikel Schuhen weg. Schuhbürsten, ja, ja, die ja. Schuhbürste. Ich habe eine Schuhbürste, sie ist aus Rosshaar. Aus was? Rossa. Ja, Rossa. 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 Ja, auf jeden Fall. Danach glänzen die Schuhe. Ist es aus Barbarossa oder aus anderem Rossa? Rossa. Und andererseits tatsächlich so, Spülbürste mit weißen Borsten sind härter als Spülbürste mit schwarzen Borsten. Die sind so hart wie ja. Heavy Metal Fans. Ja, genau. Also, kratzen sie? Also es gibt ja auch kratzfreie Borsten. Da kannst du eher mit schwarzen erreichen. Ja. Aber wenn man eine Kratzbürste haben will, dann nimmt man die besser nicht. Ich denke, jeder... dann besuche ich deine Frau. Jeder, der... Ich bin nicht verheiratet. Das ist zu lange. Jeder, der... ja, weißt du nur nichts von, genau. Das leugnest du immer, genau, mit den anderen 7 Kindern. Die, genau. Toll. Ja, das gilt jetzt nicht hierher. Haben die Hörer das auch schon wieder, genau, da verleugnen wir sogar im Radio. Ja. Seine, dabei ruft sie mich täglich an und sagt so, kannst du nicht Andreas mal sagen, hier, ist, zahlen soll. Ja. Jetzt aber mal andersrum. Also die Leute klauen ja auch in diesen Läden oder lassen mitgehen, sagen wir es mal so, oder plündern auch Dinge. Da haben wir Schuhbürsten, die sie sich vorher wahrscheinlich nie gekauft und auch gar nicht drum gekümmert hätten. Ganz genau. Sowas wie... Dinge, die des alltäglichen Gebrauchs, sage ich mal, die man dann, also Hauptsache, man nimmt auch noch irgendwas mit. Ja, das würde ja heißen, im Plünderungsfall vollzieht sich quasi das, was im normalen Konsum Alltagswahnsinn passiert. Ne? Also diese Gelegenheitskäufe kann man ja mal gebrauchen, nehmen wir mal mit, weil es ein Schnäppchen ist. Nehmen wir mal mit. Das wiederholt sich da also in extremer Form und sehr schnell und konzentriert. Interessante Theorie, ist das so? Also man geht ja häufig irgendwo vorbei und denkt, hier diese Gummiflachscheibe als Untersetzer für Blumentöpfe, habe ich nie drüber nachgedacht. Ja. Oh, kostet 99 Cent. Mit Doppelmuffe, abgeflanscht. Geil. Einerseits ja, natürlich, ja. Aber andererseits so, wenn die schon vorher im Schuhladen gewütet haben, um zu plündern und Schuhe mitgenommen, dann haben sie sich gedacht, oh, ich muss die ja auch noch sauber halten. Und dann gehen die dann noch ins Bürstenfachgeschäft. Und also ich habe aber auch gesehen, dass wenn die Regale leer waren, haben sogar die Regale mitgenommen. Also es ging auch darum, dass man hauptsächlich noch irgendwas mitnimmt oder abkriegt. Deswegen sage ich ja, wenn es Gesetz ist, muss man das ja machen. Man muss, genau. Ich glaube, es kann Naturgesetz sein, innerer Zwang. Es ist der Zwang, wenn schon so etwas passiert, da ist ja auch so eine Dynamik drin, dann will ich auch noch was abbekommen. Übrigens ist es auch so, dass wenn auf der einen Straßenseite die Ladenzeile geplündert wurde, geht es dann auch, wendet sich der auch regelrecht dann auf die andere Seite. Ja. Also es ist halt so, dass wenn da eingeschlagen wird, dann da auch. Ja. Also dann geht das weiter. Ja. Also ich kann euch sagen, mir geht das so, es ist ja fast schon pathologisch. Also wenn mal irgendwie ein Eimer umkippt in der Bude oder das Klo überläuft oder sowas passieren sollte und also ich nur die Idee von möglichen Überschwemmungen in den Kopf bekomme, dann muss man mich schon bremsen. Also ich kriege dann Hummeln im Ohr sozusagen. Ich muss dann rausrennen zum nächsten Supermarkt und plündern. Das ist schon ein paar Mal vorgekommen, aber zum Glück konnte ich dann durch meine Familie gerettet werden. Die haben dann rechtzeitig die Wohnungstür verschlossen oder mich einfach festgehalten. Ist das nur bei Überschwemmungen? Ist das auch bei Wind oder bei anderen? Bei Treibsand? Ja, wenn jetzt, ich sag mal, ein Laster vorbeifährt oder sowas und die Erde so ein bisschen bebt, ne, dann, und der Schrank so ein bisschen bubbert, dann passiert das auch. Also dann wackelt es schon in meinen Beinen. Was ist denn der Unterschied zwischen Ladendiebstahl und Plündern? Was ist der Unterschied? Also, Die Bezahlung. Ja, beides ist...
ist ja umsonst. Aber ich glaube, bei Ladendiebstahl macht es heimlich, ohne was kaputt zu machen. Also richtig, und beim Plündern machen es alle und man muss, glaube ich, auch viel kaputt machen dabei. Ja, beim Plündern ist es auch so, dass man dadurch sich versucht zu rechtfertigen, dass es in einer ungesetzlichen Grauzone alle machen. Es ist quasi Kriegsrecht. Quasi dann so eine Art gefühlter riesiger Mundraub. Nein, das machen ja alle. Mhm. Die Auflösung aller, aller Gesetzmäßigkeiten, also kann man auch reingehen. Das Interessante ist ja auch, dass Ladendiebstahl ist ja so, ja, denkt man immer so, ist ein bisschen begrenzt aus so einem Fall, die sich dann schämen oder ertappt werden, hier, du warst es. Aber bei Plünderung zum Beispiel, jung und alt, Omas mit Einkaufswagen und so, also da nimmt sich jeder. Und offensichtlich fühlt sich auch jeder dann berechtigt, nochmal zuzugreifen. Muss man sich schämen, wenn man nicht mitmacht? Gute Frage. Oder wenn man dann Ladendiebstahl begeht, muss man sich dann schämen? Aber dann würde man ja gegen ein Naturgesetz verstoßen. Ja, da, also gut, und das dann, wird aber, dann muss man Alter, das wird krass geahndet. Früher hätten wir die Naturgesetzpartei fragen können. Ja, gibt's nicht mehr. Aber das ist eine interessante Frage. Gibt es während einer Plünderung, kann man Ladendiebstahl begehen? Ja, kann man während einer Plünderung Ladendiebstahl begehen. Die Naturgesetzpartei mit ihrem Wahlslogan. Gravitation, jetzt. Ja. Das ist ja... Mich von der Hand zu weisen. Ne? Das genau. Aber ja, totaler Massenerhalt für alle. Ja, wie ist das denn? Da kann man während einer Plünderung Ladendiebstahl begehen. Ja, das wäre eine Frage an Juristen. Fällt man dann auf? Ja, ist das überhaupt diese eine, kann man diese Straftat während dem kollektiven Straftatbestand der anderen überhaupt begehen? Also kann sich das überlagern? Aber die Sache ist ja, in solchen... Kann man dann sagen, zum Beispiel rausreden und sagen, ich habe nicht geplündert, ich habe gestohlen. Also wenn man jetzt zum Beispiel, also wenn alle plündern und man selber besteht darauf, aber Ladendiebstahl begangen zu haben, kann man sich darauf berufen. Also man muss sich entsprechend verteidigen können und rechtfertigen können und belegen können, dass man es kontextfrei gemacht hat. Ja. Also man hat nicht wahllos gerafft, sondern man hat sich ein Teil irgendwie verschämt in die Tasche geschoben. Genau. Oder man hat gezielt. Und man hatte es vor allen Dingen auch geplant, bevor die Welle kam. Bevor geplündert wurde. Der Vorsatz muss also älter sein, er muss also quasi sehr gut der Naturkatastrophe vorausgehen. Aber ist der Ladendieb nicht eher ein Impulsdieb? Plant er es? Das musst du doch wissen, du klaust doch ständig im Supermarkt. Ja, aber ich bin ja nie erwischt worden, ich fühle mich nicht als Dieb. Außerdem ist die Gesellschaft schuld. Ach so, du bist ja Plünderer. Das System auch. Das ist weil die Gesellschaft deine einzige Katastrophe ist, plünderst du gelegt. Das System ist schuld. Das System zwingt mich dazu, im Supermarkt Sachen mitzunehmen, ohne sie zu bezahlen. Ich würde gerne, aber das System zwingt mich dazu. Außerdem bin ich nie erwischt worden. Und wer nicht erwischt ist, Systemzwang. Ist auch kein Dieb. Ach so. Weil das nicht festgestellt wurde amtlich. Ja. Also ist es eine Impulshandlung? Gehst du bei mir und sagst, ich muss das jetzt mitnehmen? Oder sitzt du zu Hause und sagst, ich wollte noch mal... Ja, genau. Ich werde jetzt Schuhcreme klauen. Ja. Ich muss dann mal los. Ich muss ja noch was essen. Ich muss mal eben eine Pizza mitnehmen. Was klaue ich mir dann heute? Was klaue ich mir denn heute? Vielleicht mal Artischocken. Nehme ich mir dann eine Pizza mit oder auch eine Dose Oliven? Welches Menü klaue ich mir denn heute? Ja, immer so Fertiggerichte, Rotkohl Rouladen zum Beispiel. Rouladen zum Beispiel. Dann könnte ich mir in meine nicht vorhandene Mikrowelle stecken. Aber dann mache ich die im Wasserbad oder so. Oder so. Oder in klau doch mal endlich eine. Das ist ja kein Zustand ohne Mikrowelle. Das stimmt. Also ich denke dann immer, das schmeckt ja beschissen, aber im geklauten Gaul schaut man ja nicht ins Maul. Wäre. Genau. Geklauten Rouladen. Das schmeckt wirklich furchtbar, das Zeug. Also wirklich, wirklich. Du solltest es ja auch warm machen. Ja, mache ich auch, aber das schmeckt dadurch nicht besser. Aber mein Gott. Ja. Wäre Plünderung jetzt für dich der Idealzustand oder das also würde dich das eher behindern bei deiner Tätigkeit? Nee, mich würde das in der Tat, also wenn man sich wesentlich freier. Also man wird ja schon scheel angeguckt, wenn man was in den Rucksack steckt. Die Auswahl ist ja auch geringer. Ne? Also du kannst dich ja nicht, du kannst dich ja nicht stundenlang da aufhalten und überlegen, ja, Roulade oder nicht. Du musst halt sehr schnell handeln und dann kommt es eben halt. Das ist ja ähnlich so wie ein. Als normaler Käufer im Supermarkt eines ja auch nervt, dass viele Leute im Supermarkt sind, weil man weiß, man muss lange in der Schlange stehen und das ist doof, geht es einem sicherlich als Dieb ja so, dass im Plünderungsfall man eigentlich das gleiche Problem hat. Ja, ja so viele Leute, die jetzt was mitgehen lassen wollen. Ja, genau. Ja, dann bin ich ja erst in einer Stunde zu Hause. Ja, also ich stehe ja nie in Schlangen, muss ich ja nicht. Nee, das wäre natürlich auch absurd. In der eine Plünderungsschlange stehen und sich da noch herumdrücken, Ansturm. Dann bist du dran mit Plündern. Ja, bitte alle, wollen alle Rouladen zum Beispiel. Und dann kommst du nicht durch den Eingang, weil da irgendwie 20 Plünderer mit vollgepackten Waage stehen. Vollgeladen mit Mikrowellen, Fernsehern und Rotkohlgerichten. Ja. Wobei das nicht dasselbe Geschäft ist, müssen wir immer festhalten. Also nicht
nicht dasselbe Geschäft, wo es Farbfernsehgeräte gibt. Oh, doch, solche Geschäfte gibt es. Ja, eher Rollladen. Aldi zum aber, Beispiel. Ja, Aldi. Wo es all die schönen Sachen gibt. Ja. Oder Lidl. Karstadt. Karstadt? Karstadt. Karstadt hat alles. Und doch, Lebensmittel auch. Oh ja, unten. Ne, klar. Ja, unten. Das ist ja... Das ist ein wahres Lebensmittelparadies. Ja, da gibt es Delikatessen. Ja, ich habe da schon viele Sachen gefunden. Ja, zum leckere Dinge. Mhm, leckere Dinge. Also besser als Rouladen mit Rotkohl. Ochsenschlongensuppe. Ochsenschlongensuppe. Senf aus Dijon. Oh, genau. Aus Dijon. Oi. Nicht sogar aus Monton. Oder Canton. Oder Canton. Oder Suppe. Nicht die Montonance von ihr lieben. Art des Hauses. Nach Orte des Hauses. Orte des Hauses. Nach Orte des Hauses. Mit der Königscher Pizza. Mit dem Wasser. Königscher Pizza. Ja, das ist richtig. Und der Schittacker Pizza. Aber, oh, die habe ich mir gestern nochmal wieder geklaut. Ah, sehr lecker. Ich mag ja lieber Mu-R-Pilze, diese Glibber-Dinger. Ja, 100 Gramm gehen in die Hosentasche. Wenn es mehr werden, dann braucht man... Wenn es richtig, quälen diese Mu-R-Pilze auf. Ja, ist richtig. Die quälen auf und dann hat man lauter, wie man ja auch sagt, gemeinhin Judas-Ohren in der Tasche. Wie? Das Mu-R-Pilz wird auch gemeinhin Judas-Ohr genannt. Ach. Aber lassen wir das. Wir kommen zum Ende. Jetzt schon. Ja, zum Ende. Es hat mich gefreut, Sie kennengelernt zu haben, werte zwei Hörer. Und der Egel steht und fällt mit uns. Ja. Das kann man so sagen. Ich möchte auch noch zwei Hörer grüßen aus Beit Hanina. Oh. Obwohl dieser Ort überwiegend palästinensische Bevölkerung besitzt, wohnen dort auch zwei Hörer von uns. Mm. Also gehen auch schöne Grüße in diesem Moment an nach Beit Hanina. Ja. Hanina. Ja, genau. Hier? Irgendwie so. Okay. Ja. Dann sage ich jetzt auf Wiederhören. Ach, tschüss, ne? Und ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Das Allerschönste auf dem Welt. Sex. Radio Egelfeld. Radio Egelfeld. Radio Weser TV auf UKW 92,5 oder im Internet www.radioweser.tv.